So, diese drei Gleise, die jetzt da unter uns sind, das linke Gleis, das mit den Holzschwellen, das ist die Berliner Kurve und zwar das Gleis von Erfurt bzw. Eisenach in Richtung Bad Hersfeld. Diese Berliner Kurve ist ja ein relativ neu gebauter Abschnitt, nachdem die Grenze geöffnet wurde. In den 1990er Jahren wurde diese Berliner Kurve in Betrieb genommen, um das Kopfmachen der Züge in Bebra zu vermeiden. In Bebra mussten sonst die Züge der Relation Berlin-Frankfurt über Erfurt Kopf machen. Und damit das wegfallen konnte, wurde diese Berliner Kurve gebaut. Diese Berliner Kurve wird von den durchgehenden ICEs genutzt, die den Bebraner Bahnhof umfahren. Diese Berliner Kurve ist nicht gänzlich neu. Die gab es schon. Sie wurde allerdings nach der Grenzöffnung reaktiviert bzw. wiedereröffnet, denn ein Gleis war zwischenzeitlich abgebaut worden und das andere Gleis wurde wegen einer kaputten Brücke kurz vor der Grenzöffnung, kurz vor dem Mauerfall, komplett gesperrt. Im rechten Gleis in Bildmitte jetzt zu sehen, der Geschwindigkeitsprüfabschnitt für das folgende Hauptsignal dort rechts. Denn die Züge, die in die Berliner Kurve einfahren sollen, wenn sie aus Richtung Frankfurt, Fulda, Bad Hersfeld kommen, müssen ihre Geschwindigkeit auf Tempo 100 ermäßigen. Und diese Ermäßigung wird mittels dieser drei Magneten überwacht. Das ist nämlich ein Geschwindigkeitsprüfabschnitt, der 115 km/h überwacht. Soll also heißen, wenn ein Zug über diesen Prüfabschnitt schneller als 115 km/h drüber fährt, bekommt eine Zwangsbremsung und somit ist sichergestellt, dass er in diese Weiche, die er ja dann abzweigend befahren muss, um in diese Berliner Kurve reinzukommen, dass er diese Weiche nicht zu schnell im abzweigenden Strang befährt. Die letzte Weiche, die die Cantusbahn befahren hat, zeige ich euch jetzt nochmal. Das ist nämlich diese Weiche, die hier auch unter der Brücke zu meinen Füßen liegt. Das ist das Gegenstück zu der Weiche, die in die Berliner Kurve reinführt. Das ist nämlich die Weiche, die aus der Berliner Kurve rausführt für die Züge in Fahrtrichtung Bad Hersfeld, Fulda, Frankfurt. Das ist eine der Weichen, die mit 100 km/h abzweigend zu befahren sind. Das Herzstück zeige ich euch jetzt auch noch. Das ist nämlich ein ganz normales Weichenherzstück, ein schlankes Herzstück, aber es ist eine Weiche ohne bewegliche Herzstückspitze. Hat nur dort vorne diesen weichen Motor, dieses lange Schiebergestänge und die Zungenprüfer, die dort vorne verbaut sind. Was dann dort vorne noch sichtbar ist, direkt am Ende der Weichenzunge in Richtung Frankfurt, Bad Hersfeld, sind zwei Balisen. Diese Balisen sind erforderlich für die ICE-T-Züge, welche hier mit Neigetechnik fahren wollen. Denn über diese Balisen wird den Zügen die Geschwindigkeit übermittelt, wenn sie bogenschnell fahren können, wenn also die Neigetechnik im Zug in Ordnung ist. Wenn die Geschwindigkeitsüberwachung ein eigenes Zugsicherungssystem für Neigetechnikzüge in diesem ICET funktioniert, dann bekommt ihr über diese Balise Informationen übermittelt, nämlich wie schnell hier bogenschnelle Züge, also Züge mit Neigetechnik, fahren dürfen. Das wird von dieser GNT, dieser Geschwindigkeitsüberwachung Neigetechnikzüge, aufgenommen, wird verarbeitet und wird dann sehr restriktiv überwacht. Und wenn dann zum Beispiel ein Geschwindigkeitsprüfabschnitt befahren werden sollte, mit höherer Geschwindigkeit als dieser Geschwindigkeitsprüfabschnitt normalerweise zulassen würde, dann würden dort in der Nähe des Geschwindigkeitsprüfabschnittes erneut eine oder zwei Balisen rumliegen, die mittels der GNT
Information an die Zug übermitteln. Das setzt gleich ein wirksamer 2000 Hertz Gleismagnet befahren wird und dass dieser Zwangsbremseingriff dieses 2000 Hertz Gleismagnet unterbunden wird. Das heißt also, dieser wirksame 2000 Hertz Gleismagnet an dem Geschwindigkeitsprüfabschnitt wird wirksam befahren. Es kommt aber zu keiner Zwangsbremsung, da das die GNT, die Geschwindigkeitsüberwachung für Neigetechnikzüge, unterbindet. Auf der Fahrtenaufzeichnung vom Lokführer wird auch dieser wirksame 2000 Hertz Gleismagnet aufgezeichnet, da aber eben der Zug in dieser GNT-Führung, in dieser GNT-Überwachung, Übertragung drinnen ist, hat die in dem Moment das Zepter in der Hand und überbrückt dort die Eingriffe. Und wenn ich jetzt richtig sehe, kommt das SKL, das vorhin in Meckla die Schienen geladen hat, jetzt im Gegengleis auf mich zugefahren aus Richtung Meckla. So, und da ist es nochmal. Und aus diesem Gleis der Berliner Kurve raus kommt dort in der Ferne, jetzt unter der Brücke, ein neues Gesicht. Ich kann es noch nicht richtig erkennen. Es könnte eine einzeln fahrende Lok sein. Ja, das wird eine einzeln fahrende Lokomotive sein. Sieht von hier aus nach einer Trax 3 aus. Aber ich kann noch keinen Fahrzeughalter oder Ähnliches dazu verorten. Der wird auch erstmal, wenn ich das jetzt richtig sehe, nach Weichenlage. Quatsch, der kommt ja auf dem Gleis. Für den wurde jetzt die Weiche gedreht. Kann ich euch nur gerade nicht zeigen, weil sonst nehme ich euch die Lok da weg. Also für den wurde die Weiche gedreht. Der wird jetzt da vorne an dem Hauptsignal Zustimmung bekommen haben. Korrektur, er hat sie bekommen, er ist an dem Hauptsignal vorbei. Und das ist entweder eine JD-Cargo-Maschine oder eine Wiener Lokalbahn-Cargo-Maschine in der neuen Lackierung. Das ist, glaube ich, Wiener Lokalbahn-Cargo. Korrektur, JD-Cargo. Und diese Weiche, die gerade befahren wurde, das war die Weiche, die ich vorhin meinte. So, und aus Richtung Meckla sehe ich jetzt unter dem oberen Brückenträger das nächste Spitzensignal kommen. Das sieht nach einer Press V100 Ost aus. Ja, das ist auch sowas in der Art. Und die hat zwei einzelne Schotterwagen hinten dran. Ungefähr dort, wo sie sich jetzt befindet, liegt diese Weiche in Richtung Berliner Kurve bzw. linke Hand weg in Richtung Bebra Personenbahnhof. Würde mich jetzt noch tierisch freuen, wenn über diese Gitterbrücke dort am oberen Bildrand noch ein Zug drüber fahren würde. Mal gucken, ob hier noch was möglich ist in den nächsten paar Minuten. Ansonsten werde ich hier meinen Krempel wieder packen und weiterfahren.
Ich habe nämlich mein Lager mitten auf dieser Überführung in der Fahrbahnmitte aufgeschlagen, damit ich ohne das Kamerastativ zu verstellen in beide Richtungen einigermaßen gleichmäßig Aufnahmen machen kann. Die nächste Fahrt taucht auf. Es ist kein Güterzug, es ist Cantus. Und ich habe gerade eben so einen Gedanken gewälzt, denn während meiner aktiven Lokführerzeit hatten wir eine Schicht gehabt und die habe ich weiß Gott wie oft gehabt. Da haben wir im Hotel Röse in Bebra geschlafen. Die Schicht war anfangs so, dass wir mit einem ICE 1501 war es, meine ich, 8 Uhr, paar zerquetschte, von Frankfurt nach Erfurt gefahren sind. Dann war in Erfurt eine kurze Pause. Aus der Berliner Kurve kommt jetzt, glaube ich, ein ICE gefahren. Dann war in Bebra Pause. In Erfurt Pause. Bin schon ganz wirr. Dann wurde mit dem ICE-T im Gegenzug zurück nach Frankfurt gefahren. Das war auch so eine 15.0 irgendwas Zugnummer. Ich glaube 15.04. Das war die Relation Berlin-Frankfurt gewesen, damals über Halle. Danach musste man in Frankfurt gegen 14 Uhr runter ins Mainzer Becken fahren, also in den Abstellbahnhof, beziehungsweise ins BB1. Hat dort eine Lok der Baureihe 120 aufgerüstet mit V1. V1 heißt ein vollständiger Vorbereitungsdienst, also Prüfung der Zugsicherungssysteme, die Bremse überprüfen etc. Dann fuhr man runter ins Mainzer Becken an seinen Wagenpark ran. Dann hieß es Steuerwagen durchschalten, hochfahren an den Bahnsteig und dann um 16 Uhr und weiß ich nichts mehr, Abfahrt mit diesem Intercity nach Bebra. Dann in Bebra hieß es, den Intercity am Heizstock, also an der örtlichen Vorheizanlage, ordentlich einparken. Lokomotive aushängen, vorher noch den Wagenpark mit einer Handbremse sichern, dass er nicht wegläuft. Und die Lokomotive ein paar Meter zum Wagenpark auf Lücke fahren. Dann war es irgendwo in der Preisklasse 1830, 1845 und dann ging es ins Hotel Röse. Der Hotelier war recht geschäftstüchtig, der hat nämlich auch noch das Kino dort betrieben und er wollte immer Kinokarten an den Mann bringen, beziehungsweise hat für die Eisenbahner so ein etwas verbilligtes Essen gereicht von der Tageskarte, aber wirklich verbilligt war es nicht, ich glaube das war ein Euro oder so, hat auf jeden Fall das Kraut nicht fett gemacht, wie man so schön sagt. Ja, und dann hieß es irgendwann ins Heierbettchen und schnell schlafen. Denn um 4 war die Nacht rum. Es hieß, vom Hotel Röse durch die kalte Nacht zum Bebraner Bahnhof zu laufen. Dort die Lokomotive wieder in Empfang zu nehmen. Die Lok der Baureihe 120 hat nämlich eine Nachtschicht eingelegt gehabt, während der Lokführer gepennt hat und die Zubis hat die Lokomotive für DB Cargo Güterwagen durch die Nacht geschubst und war dann morgens, wenn der Güterzug plan war, wieder am Abstellplatz gestanden, wieder auf Lücke zum Reisezugpark. Und da hat immer irgendeiner von den Bebraner Zugbegleitern von DB Regio den Wagenpark an den Heizstock angehängt gehabt und wieder abgehängt. Und die waren extremst sauer, wenn man, obwohl man für die Frankfurter Heizstöcke Einweisung hatte, den in Bebra selbsttätig bedient hat, weil um Gottes Willen Hochspannung 1000 Volt und ja. Elektrische Schalter funktionieren in Bebra einfach anders als in Frankfurt. Muss man verstehen, war so. Also Lokomotive aufrüsten, erneut eine V1 machen, Lokomotive an den Wagenpark ranfahren, alles anhängen außer die Zugsammelschiene. Denn fürs Zugsammelschiene anhängen musste man auf den Bebraner Zugbegleiter warten. Dort vorne leuchtet wieder etwas in der Sonne, will ich euch nicht vorenthalten. Das schaut nach irgendwas mit Bavue aus, der Lackierung nach, irgend so was Hamstermäßiges. Bombardier, Talent, weiß der Geier was. Ja, wenn dann
der Bebraner Zuchtbegleiter da war und die Heizung abgehangen hatte, durfte man sein Heizkabel noch stecken. Dazu natürlich wieder Hauptschalter aus, Stromabnehmer nieder. Das Ganze am besten, während man den luftleeren Park voller Luft gepumpt hat. Das ist tatsächlich eine Überführungsfahrt für die SWEG, Südwestdeutsche Eisenbahngesellschaft, wenn ich es richtig im Sinn habe. Ein Hamster im Bewegt-Design. Ja, dann hat man seinen Wagenpark voller Luft gepumpt, hat ihn praktisch vorgeheizt. Und dann kamen die eigenen Zugbegleiter auch aus der Übernachtung. Die hatten etwas später Dienstbeginn gehabt, halbe Stunde, 35, 40 Minuten, sowas in der Preisklasse. Und dann hieß es, eine volle Bremsprobe durchführen mit Durchgangsprüfung und mit Magnetschienenbremsprobe. Das Ganze hat man dann gemacht mit den händisch gegebenen Bremsprobesignalen des Zugführers. Und dann hieß es irgendwann, hoffentlich Bremse in Ordnung. Man hat den Bremszettel noch gereicht bekommen. Man hat seine Zugdaten für die PZB eingegeben. Ja, und dann war die Abfahrbereitschaft hergestellt. Und man hat auf die Abfahrtszeit gewartet, ist dann mit diesem Intercity in Richtung Frankfurt gefahren. Der fuhr um 5 Uhr zerquetschte in Bebra los, hat einen Halt in Bad Hersfeld gehabt, einen Halt in Fulda, einen Halt in Hanau. Ich glaube, zeitweise war ein Halt in Offenbach drinnen. Und dann in Frankfurt kam man dann um 7 Uhr ungefähr 7:30 an, 20 nach 7, 7:30 sowas in der Preisklasse. Und dann durfte man seine schöne Lokomotive mitsamt dem Park wieder runter ins Mainzer Becken fahren. Dann kam der Rangierbegleiter, hat einen den Park abgehangen. Man hat die Lokomotive hoch ins BB1 gefahren, hat dort noch eine A1 gemacht, also die Abschlussarbeiten, hat die Lokomotive abgestellt, hat die Kohlen aus dem Feuer geholt, hat ein Ruhefeuer gemacht und hat dann Feierabend gemacht. Und diese Schicht, ich habe so weiß Gott wie oft gemacht und ich hätte nach dem gefühlten 835. Mal hätte ich einfach nur noch brechen können, wenn ich dieses Hotel Röse in Bebra gesehen habe. Es gab da natürlich auch diverse Schmähnamen für dieses Hotel Röse in Bebra, wo man den Anfangsbuchstaben gegen einen anderen Buchstaben ausgetauscht hat, der dann wiederum ein, naja, ihr wisst schon, was ich meine. Also der hat so ungefähr hat dieser Buchstabe ausgesehen. Ich sag's jetzt nicht. Ja. Ich glaube, ich habe auch schon wieder lang genug erzählt hier an der Stelle. Einen Zug warten wir noch ab, hoffentlich ohne Fenster. Und dann geht es weiter in Richtung Bebra City. Das ist dann auch für mich ein Novum, denn was ich von Bebra kenne, ist der Bahnhof und der Weg zum Hotel Röse. Mal gucken, wenn es mich ganz arg reißt nachher. Ich sehe den nächsten Zug am Horizont, von fast Richtung Bad Hersfeld. Also so, wie die Kamera ausgerichtet ist. Ja, und wenn es mich ganz arg reißt nachher in Bad Hersfeld, fahre ich nochmal am Hotel Röse vorbei, zeige euch das. Aber ich glaube mir, dass es mich danach reizt, dass ich so viel Sehnsucht danach habe. Nee. So, das ist irgendwas mit einer großen, glänzenden Windschutzscheibe. Das könnte ein ICE 3 sein, dem Spitzensignal nach. Jo, das ist ein ICE 3. Das ist dann die Sprinterlinie in Richtung Berlin. Und der wird dann auf der anderen Seite von der Brücke, also wenn ich die Kamera geschwenkt habe, definitiv den Blinker nach rechts machen und Richtung Erfurt abbiegen. Ja, und jetzt kommt es heute richtig schön. Einmal mit Fenster und einmal ohne Fenster. Und das ohne Fenster ist dann die letzte Einstellung von dieser Position, definitiv. So, das schaut nach einer ordinären DB Cargo Trax Maschine aus, die dort vor dem Mischer läuft. 185,276 heißt sie. Und achtet mal auf das Schlussfahrzeug. Das ist nämlich interessant. Das Fahrzeug am Zug Schluss.
294573 mit aufgesteckten Zugschlussscheiben. Und was mir als Aschaffenburger aufgefallen ist, in diesem Zugverband mit drinnen dabei, hingen Josera-Wagen. Jetzt gibt es natürlich viele Möglichkeiten, die alle nicht zutreffen müssen. Aber es könnte sein, dass dieser Zug in Richtung Offenbach fährt. Diese V90 eine Überführung ist, die da hinten dran hängt. Eine geschleppte V90 heißt 80 km/h Maximalgeschwindigkeit für diesen Zug. Und dann, weil die V90 auch so schön am Zugschluss hängt, könnte es sein, dass diese V90 dann den Zug übernimmt und diese Wagen nach Aschaffenburg zerrt. Könnte natürlich auch sein, dass das Ganze nicht in Offenbach stattfindet, sondern in Mainz-Bimbam, also in Mainz-Bischofsheim. Und von da aus aber dann die gleiche Aktion startet. So, genug von hier, bis später. Die andere Seite von Bebra. Das ist die Berliner Kurve. Das Gleis vor meinen Füßen, das ist das Gleis Eisenach-Bad Hersfeld-Fulda. Das Gleis dort drüben oben, das ist das Gleis Fulda-Bad Hersfeld-Eisenach. Dort draußen hinter der Kurve fädeln die Gleise dann ein in die beiden Gleise, die dort unten da von und nach Bebra Personenbahnhof führen. Und hier ist noch 150 km/h erlaubt. Das sagt dieses Schildchen LF7, diese 15 auf weißem Grund. Und wenn man durch die Brücke hindurchschaut, die über die Gleise nach Bebra Personenbahnhof runterführen, sieht man dort hinten ein Signal LF6. Das ist dieses orangefarbene Dreieck mit weißem Rand und der schwarzen 10 drauf. Das ist die Ankündigung für 100 km/h, die dann weiter im Verlauf der Strecke in Richtung Bahnhofsteil Blankenheim, also dort, wo die Berliner Kurve auf der anderen Seite von Bebra wieder einfädelt, gilt. Ja, hier vor meinen Füßen, da sind ein paar Führungsschienen verbaut und noch eine Auszugsvorrichtung, um die Längendehnung dieser Stahlbrücke zu kompensieren. Schaut alles nach viel Stahl aus, ist auch relativ viel Stahl, Heavy Metal. Der Platz ist semi gut, deswegen denke ich mal, werde ich hier 1-2 Züge abwarten. Und wenn ich hier 1-2 Züge gesehen habe, dann marschiere ich wieder zurück zu meinem Auto. Die Gleise singen und da kommt ein ICE 4. Das war die Relation Berlin-Erfurt-Frankfurt vom Zuglauf her. Und wer ganz genau hingeguckt hat, der hat irgendwo im hinteren Teil des Zuges gesehen, dass an einem Wagen unten Wasser rauskam. Das ist nichts Außergewöhnliches. Das ist der Speisewagen, der hat eine Spülmaschine fürs Geschirr. Und das Abwasser von der Spülmaschine muss irgendwo hin und das darf nach draußen. Und genauso ist es auch, wenn die Klimaanlagen im Sommer auf Hochtouren laufen, dann muss auch das Kondenswasser aus der Klimaanlage irgendwo hin und das darf auch nach unten raus. Mein Standort minimal geändert, um 10 cm nach rechts, und habe dann gesehen, dass durch diese Brückenkonstruktion hindurch und durch den Fahrleitungsmast vor mir auch das LF6 mit der Kennziffer 10, also die Ankündigung für die 100 km/h, auch am Gegengleis von diesem Standort aus sichtbar ist, da ja beide Gleise dort unten dann mit 100 km/h über die Weichen einfädeln in die Strecke, die von Bebra PBF kommt. So, von dort vorne kommt was. Das ist ein Intercity der Mitte-Deutschland-Verbindung. Der fährt jetzt runter nach Bebra PBF. Und fährt von dort aus über die Strecke Melsungen-Kassel weiter in Richtung Altenbeken
und dann schließlich Dortmund. So, und ungefähr 500 Meter in die Richtung habe ich vorhin was gesehen, was ausgeschaut hat wie ein Trampelpfad in Richtung Gleise. Den probiere ich jetzt mal aus. Entweder wir sehen uns dann von da vorne oder später. So in etwa habe ich mir das vorgestellt. Das ist viel besser. Wir sehen hier die beiden weißen Schilder mit der schwarzen Schraffur drauf, mit den drei schwarzen Streifen. Signal NE. Hier wurde gerade die Weiche gedreht. Ich war angefangen gehabt mit dem Signal NE6. Das ist die Haltepunktankündigungstafel, denn im Bremswegabstand der Strecke in Blickrichtung befindet sich der Haltepunkt Ronshausen. Und hier vor meine Füße, das sind die Weichen, die die Strecke trennen in Richtung Berliner Kurve. Das Gleis, was hier rechts weggeht und in Richtung Bebra PBF. Das Gleis, was da links in die Mitte reingeht. Diese Weichen hier haben bewegliche Herzstücke. Deswegen ist hier bei der Weiche vor meinen Füßen am Herzstück nochmal ein Signal, also ein Weichensignal. Und dort vorne, ich versuche das mal ran zu zoomen, dort vorne, wo dieses Fernsprechhäuschen ist, jetzt etwa in Bildmitte, ist auch nochmal ein Weichensignal für die Weichenzunge. Und da kommt auch schon ein ICE3, der ganz sicher hier direkt vor meine Füße vorbeifahren wird. Ja, der hat sich in die Berliner Kurve eingefädelt, umfährt also den Bahnhof Bebra PBF, lässt den rechts liegen. Und ich hätte gerne noch eine Fahrt, die von oder nach Bebra geht. Wir schauen mal, was da noch so geht. Ja, dieses bewegliche Herzstück hier an der Stelle ist, dass bei diesem kleinen Abzweigwinkel der Weiche die Fahrkante am Herzstück nicht unterbrochen wird und die Spurgrenze bzw. die Lauffläche dort nicht in der Luft hängt, sondern sauber geführt wird. Dort sind noch allerlei Kabel. Das ist Kabel für die Weichenheizung, diese orangenen Kabel, Stromzuführung, und dann diese schwarzen Kabel, das sind Kabel für Zungenprüfer, also Überwachungseinrichtungen etc. So, da drüben ist schon wieder eine Weiche gelaufen. Ich habe jetzt leider nicht aufgepasst oder gesehen, welche es war. Ich habe nur gehört, dass eine Weiche gelaufen ist. Ja, mal gucken, was da als nächstes kommt. Ja, und dort vorne von ganz links außen kommt das Gleis aus der Berliner Kurve raus, aus Richtung Bad Hersfeld. Und wie vorhin schon mal gesagt, die beiden Gleise, die in der Mitte nach unten gehen oder führen, das sind die Gleise in Richtung Bebra PBF. Diese Weiche hier hat übrigens im Bereich des Herzstücks der Weiche keine Radlenker, wie es eine normale Weiche hätte, denn die brauchen wir hier nicht, da die Fahrkante durch dieses bewegliche Herzstück nicht unterbrochen ist und das, was der Radlenker wäre, direkt am Herzstück rechts und links außen verbaut ist. Ah, ein schöner Zug. ICE 1 aus Richtung Frankfurt. Und dann verschwindet er im Dunst des Morgens. Durch die beginnenden und sich vereinigenden Gleise sind hier recht viele Fahrleitungsmasten vorhanden.
zum Teil mit Radspanngewichten, wo endende Fahrträder abgespannt sind, beziehungsweise beginnende Fahrträder abgespannt sind, und auch welche mit Mastschaltern obendrauf, um die einzelnen Schaltgruppen der Fahrleitung zu- und abschalten zu können. Und an diesem einen Mast dort drüben so, der kam aus Bebra Lahnhof, diese solofahrende 185. Und was ich noch sagen wollte, an diesem Mast da drüben, dieser Blechkasten, da drinnen befindet sich eine Erdungsstange, um im Falle eines Schadens an der Oberleitung schon mal hier vor Ort zusätzlich noch eine Erdungsstange zu haben und die dann bei Bedarf reinhängen zu können. Und dieser Mast dort vorne bei Streckenkilometer 0,0, das ist so ein Mast, der so einen Mastschalter oben drauf hat und eine Spannungszuführung, die hier als isoliertes Kabel von unten kommt. Das gibt's häufiger mal, aber die Regel ist dann eher, dass die Spannungszuführung von oben kommt, weil man da weniger Aufwand mit der Isolierung hat. Hier ist nochmal der Blick auf den Weichenantrieb und das Schiebergestänge von der Weiche im Gleis Gerstungen, Eisenach, Frankfurt bzw. Bebra. Rechts dieses eckige Gehäuse, das ist der Weichenmotor. Dann die Umlenkung zur ersten Stange an der Weichenzunge. Dann unter dem Gehäuse drunter, unter diesem tunnelähnlichen Gehäuse, die ganze Mechanik, die zu den nächsten Schieberstangen geht. Dann ist der graue Kasten in Bildmitte, das ist ein Zungenprüfer, der hier in dem Bereich die Zunge prüft, dass die eine richtige Lage erreicht hat. Dann geht die Mechanik weiter, 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 weiter. In Bildmitte ein erneuter Zungenprüfer, dann nochmal ein Schieber, der die Weichenzunge bewegt. Und dort hinten noch einmal, hinter diesem Fernsprechkasten, ist das Weichensignal und rechts davon nochmal so ein grauer Zungenprüferkasten. Das heißt, die Zunge wird also in mindestens mal 3 Lagen überwacht, denn in der Regel ist am Weichenmotor noch so ein Zungenprüfer mit eingebaut, beziehungsweise der erkennt die Endlage. Dann haben wir dieses Gebilde, was dort auf dem Mast, auf diesem kleinen Betonmast drauf ist. Das ist so ein Sensor für die Weichenheizung. Dieser Sensor prüft hier die Umweltbedingungen ab und regelt abhängig von den Umweltbedingungen die Weichenheizung. Und hier im Verlauf kann man dann nochmal die Weiche sehen, die im Gleis von Bad Hersfeld in Richtung Gerstungen-Eisenach die Ein- und Ausfädelung regelt. Die Weiche liegt jetzt für die Fahrt von Bad Hersfeld in Richtung Eisenach. Und soeben wurde die zuvor von mir besprochene Weiche dort drüben umgestellt. Das lässt darauf schließen, dass eine Fahrstraße eingestellt worden ist und gleich noch eine Fahrt kommt. Ich denke, die schaue ich mir jetzt noch an und danach verabschiede ich mich hier von dieser Berliner Kurve. Anhand des Weichensignals wurde die Weiche in die Lage gedreht, dass die Fahrt Richtung Bebra Bahnhof ist und nicht in die Berliner Kurve. So, das habe ich mir so gedacht, dass das eine Cantusbahn ist, die da in Richtung Bebra Bahnhof fährt. Und natürlich gehen auch hier die Grüße an den Lokführer zurück, sollte er sich hier in dem Filmchen selber erkennen. So, das war's von der Berliner Kurve aus Bebra. Schaltet auch bei den anderen Filmchen dieser Serie um Bebra drumherum ein. Vielleicht habt ihr es auch schon zum Teil gesehen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr es angeschaut habt, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr ein Like da gelassen habt. Und falls ihr hier neu seid in dem Kanal, dann dürft ihr den Kanal gerne abonnieren.
und das Video mit euren Freunden und Bekannten teilen, die eventuell gleiche Interessen haben wie ihr. Das war's. Herzlichst, euer Alex E. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Servus.